Hi und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Ich habe heute etwas vor und zwar möchte ich habe ja in der letzten Folge, habe ich ja hier die, na in der vorletzten Folge eigentlich, weil die letzte Folge war ja die 100. Folge. Ich hoffe, die hat euch soweit gefallen. Ich habe mir zwar viel Gedanken drüber gemacht, aber habe bis jetzt nichts Passendes gefunden gehabt und dann habe ich gedacht, hey komm, Enderdrache muss ja mal sein und ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen zu früh. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Würde mich sehr interessieren. Ja, auf jeden Fall habe ich dann in der 99. Folge den Brückenbau fertiggestellt gehabt und habe auch entschieden, dass ich den Weg hier umsetzen werde. Ich werde den Weg hier mittig reinmachen, so unten drunter hindurch, weil ich finde das blöd, dass es hier außen an den Seiten lang geht. Und ich würde die Tiere hier gern weghaben. Das heißt, ich werde das Häuschen hier vorne möchte ich zum Bauernhof um, also was ist Bauernhof, so Bauernhütchen halt umwandeln, weil das hat ja jetzt bis jetzt bloß den Nutzen gehabt mit den Pilzen hier unten. Und da dachte ich mir, komm, baust du hier einen Durchgang rein, habe ich jetzt das hier schon mal gemacht und hier auch schon da war ein Baum, ne, Baum abgeholzt und darum habe ich mir gedacht, ich mache hier alles glatt. Ne, alles auf eine Höhe. Terraforming, das werde ich offscreen machen. Da werde ich dann später zu so einem kleinen Schnitt reinmachen, wenn ich es fertig habe. Und dann werde ich, ja, werde ich die ganzen Tiergehege, werde ich hier hinbauen. Aber als allererstes muss halt erstmal alles hier weg. Die ganzen, Bäume müssen hier weg. Werde ich vielleicht später zu nochmal anpflanzen, aber halt woanders da, weil ich finde eigentlich die Schwarzeichen. Bäume finde ich eigentlich voll hübsch, die gefallen mir voll gut. Wer sich wundert, ich bin momentan alleine, da ich im Voraus ein bisschen aufnehme. Ich mache jetzt so zwei, drei Folgen, wo ich alleine bin und dann ab der 104. oder 105. nehme ich dann wieder mit Monique und Erik auf. Könnt ihr euch drauf freuen. Und das ist jetzt einfach bloß, ich habe jetzt gerade so Lust gehabt auf Minecraft. Um das jetzt hier umzubauen und umzusetzen, dass ich gedacht habe, komm, ich mache das jetzt schnell und nehme halt auch gleichzeitig auf. So, den Baum kann ich hier eigentlich stehen lassen. Jetzt brauche ich eigentlich Erde, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich Erde habe. Aber ich müsste eigentlich Erde haben. Mal schauen. Der nicht mehr so geheime Geheimknopf. Erde war da hinten. Oh ja, da habe ich noch jede Menge Erde. So, ich nehme das mal mit. Birken-Schwarzeichenholz mache ich hier rein. Dann kommt hier Eichenholz mit rein. Alles so ein bisschen sortiert, ne? Obwohl ich manchmal ein sortiertes Lager schlimmer finde als ein aufgeräumtes. Weil bis du da jetzt alles gefunden hast, ja, hier weiß ich jetzt halt, ich habe mir das ein bisschen so sortiert hier von wegen alles, was mit Stein, Fels und Erde zu tun hat und da drüben alles, was mit Grünzeug zu tun hat oder unterirdisch. Hier so Grünsetzlinge und sowas, ne? Ne, ich habe es nicht wirklich sortiert. Hier, aber hier. Alles, was zum Bauer gehört. Puh. Bisschen Druck auf der Brust heute. Keine Ahnung warum. Fühlt sich merkwürdig an. So, die Setzlinge auf jeden Fall einsammeln vom Schwarzeiche, dass ich den auch für später habe. Ja, ich werde es jetzt doch nicht offscreen machen, denke ich mir, ich weiß es nicht. Werdet ihr merken, wenn ich auf einmal einen Cut drin habe. Daher. Ja, ich freue mich, das zu sagen. Also hier von wegen, dass Monique mitmacht und Erik, ich finde das ja eigentlich eine schöne Sache. Aber ich denke, alleine aufnehmen, habe ich ja schon öfters mal gesagt, muss ich ja auch als mal machen. Weil viel vom Erik seht ihr ja sowieso nicht, muss ich jetzt sagen. Da ist bei ihm mit der Aufnahme auch momentan, ich glaube, ihr kennt sie ja aus dem Fiesta Let's Play. Wer mein Fiesta Let's Play verfolgt, wenn nicht, kann ich nur empfehlen. Ist nicht nur ich, sondern auch
sondern auch meine Frau und die Monique und der Erik machen das zusammen. Auf jeden Fall hat der Erik ein bisschen Probleme, was sein PC betrifft. Aber alles regelbar. Hier bei Minecraft ist das nicht so schlimm, aber bei Fiesta ist es halt problematisch. Ich denke, das sollte eigentlich gehen. Ich mach's doch aufs Screen, weil einfach. Obwohl, ich bin ja jetzt eigentlich fast fertig. Aber es wird schon wieder dunkel. Das hat einen Vorteil, wenn ich alleine aufnehme, ne? Ich kann pennen gehen, wann ich will. Jetzt muss ich überlegen. Da ich mir ja hier drüben dieses etwas größere Haus baue, mit dem ich auch noch einiges vorhabe, muss ich sagen, bin ich am Überlegen, was ich mit dem Kleinen hier mache. Mir muss da noch was einfallen. Ich habe da noch keinen Plan drüber. Aber gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hiermit machen soll. Ich habe erst vorgehabt, dass ich da draußen mehrstöckiges der Farm halt mache, hier so mit dem Anpflanzen, dass ich da draußen einen Turm baue. Das werde ich aber auch mehr offscreen machen. Oder wenn ihr das sehen wollt, mache ich es auch während der Aufnahme. Kein Problem. Aber ja, so vom. Es ist halt ein schönes Haus, ne? Oder ich mache da draus die Bibliothek, ich weiß das noch nicht, weil ich will ja eigentlich, hätte ich das gerne alles hier. Ich mache das Ganze ganz etwas größer. Ich mache hier, hier unten ist ja mein Lager. Die nächste Etage wird, ja, das weiß ich noch nicht, was das wird. Alchemie und ähnliches. Und es soll halt ein bisschen höher soll es werden, auf jeden Fall. Ich will da ein bisschen größer bauen. Ich hoffe, das überlebe ich. Ich hoffe, da falle ich da nicht runter oder sowas. Da kann man jetzt auch endlich zu mal was so. Ach, ich habe da ein Stück Holz vergessen, deswegen. Na, bau doch hin. So, jetzt muss ich da aber. Ja, passt. Ach ja, und dann will ich später noch für Erik, dass er an seinem Häuschen hier weiterbauen kann, will ich noch in den Nether gehen und will ein bisschen Netherstein farmen, weil er ja nicht rein kann, weil sonst hängt sich sein PC gleich wieder auf, da haben wir wieder PC-Problem. So, dann hätte ich gern hier einen Gravelweg. Oder Kiesweg, ist okay, englische Version, ne? So, das war endlich so weit. Huch. Na, die Schaufel ist zu brutal. Drückst da einmal drauf, ist alles weg. Habt ihr das gesehen? Hammerhaft. Hat da jemand auf mich geschossen? Ach, da ist ein Skelett. Voll mit mir zu tun. So, da kommt die Treppe hin. Da kann ich eigentlich wieder Erde hinsetzen. So, jetzt brauche ich Treppe, Kies und Zäune nehme ich auch gleich mit. Zäune waren hier hinten. Holzzaun, welchen nehme ich mit? Ich nehme den Schwarzeichen mit. Zu viel Scheiß im Inventar, merke ich gerade wieder. So, hier war Wolle. Wollehämmer. Dann haben wir hier noch das hier. Das brauchen wir auch nicht. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Die Setzlinge können wir eigentlich auch ablegen. Oh, da haben wir ja ein paar Setzlinge, ne? Das auch. Dann noch ein Monster-Drop hier. Haben wir auch schon ein bisschen was zusammen, nicht viel, aber ein bisschen. Dann. Habe ich, glaube ich, gar keine Truhe dafür. Nee. Okay. Muss halt selber mal gucken, was ich da eigentlich sortiere, ne? So, dann haben wir das. Das machen wir hier hoch. Das braucht. Ah, das habe ich schon. Kies, 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 Kies haben wir hier hinten.
Käse. Oh, da haben wir auch einiges. Das dürfte reichen. Vorerst. Da bauen wir das nämlich jetzt halt noch. Gott, ich habe eben gedacht, da wäre ein Creeper. Aber was will denn der haben? Helligste Tafel. Obwohl, da war ja auch ein Skelett gestanden. Oh, Erfahrungspunkte. Ja, wer sich vielleicht die letzte Zeit gewundert hat wegen meinem EP. Also wegen meinem Level besser gesagt. Ich bin ja jetzt schon Level 53. Ah, ich habe die Stufen vergessen. Ah, verdammt. War natürlich. Ich meine, ich habe knapp 30 Level beim Enderdrachen bekommen. Also ihr seht, wann wir es aufgenommen haben. Wenn ihr euch da mal zwischen reinguckt, haben wir schon ein bisschen früher aufgenommen gehabt, um einfach das. Weil wir wollten mehrere Sachen auf einmal machen, aber es hat nicht ganz geklappt, was wir alles vorhatten. Weil ich habe ge gemerkt, für PvP bin ich echt zu blöd. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe dieses Bed Wars habe ich versucht gehabt. Und war das erste Mal, wo ich das gespielt habe. Also da habe ich kläglich versagt. Da habe ich selbst. Ist immer schon ein bisschen die Träne ge gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war schon. Oh, wie mache ich denn das mit dem Durchgang? Wie mache ich das? Mache ich das als Gehege für alle oder? Ich wollte eigentlich hier so eine. Obwohl, ich kann ja hier eine Mauer ziehen. Wenn ich hier so eine Mauer ziehe, dann kann ich hier. Mache ich hier das erste Gehege hin. Das ist der Durchgang zum Gehege. Und dann mache ich hier. Ach verdammt, da geht ja. Das ist blöd. Aber eigentlich. Nö, eigentlich ist das kein Problem. Man kann ja immer noch reinlaufen. Ist ja nicht so schwer. Aber der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Ja, auf jeden Fall wollte man eigentlich PvP noch mit reinmachen in das Ganze. Das hat aber wie gesagt nicht so geklappt. Erstens lief es bei Erik nicht so dolle. Und zweitens brauche ich unbedingt mehr Übungen in PvP. Dafür, dass ich einmal gewonnen habe, da habe ich mich zu sehr drauf ausgeruht. Ich glaube, da habe ich wirklich bloß gegen 0850-Spieler gekämpft gehabt. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich echt kläglich versagt gehabt. So, ich denke, das dürfte reichen für. Was macht man da rein? Ich würde sagen. Herrschaftszeit. Was ist denn jetzt gerade los? So. Fällt noch das Zeug runter. Oh, ein Apfel. So, ich brauche den Platz noch, um die Tiere hier rein. Mache ich hier jetzt einfach mal die Schafe rein. Habe ich Weizen dabei? Habe ich nicht. Aber das sehen wir ja gleich. So. So, 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 so. Einmal baden gehen. Dann passt das auch. Weil mir gefällt der Aufgang hier einfach nicht. Mir gefällt das ganze Feld irgendwie nicht so doll. Ich meine, ich habe zwar von allem was da, aber irgendwie, ne? Gefällt mir einfach nicht. Und ich stelle fest, ich habe Hunger. Hauen wir mal ein bisschen. Und hier ist auch so leer, da muss ich auch noch was hinbauen. Da war das Feld von Erik, was er ganz am Anfang mal gebaut hat. Aber das hat sich ja schnell erledigt gehabt. So, dann versuchen wir es mal. Ja, folget mir. Und jetzt kommt da ein scheiß Skelett, oder? Reingelegt. Und die anderen muss ich jetzt halt leider grillen. Ne?
kriege mal Klei Lamko. Ach, sein Gaul muss ich auch noch wieder reinmachen. Sein Esel. Sein Esel. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge, würde ich fast behaupten. Und darum würde ich sagen, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich oder besucht mich doch mal auf meinem Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss.